Hallo zusammen, Rupi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, ich mache hier ganz spontan ein kleines, kurzes Update zu Dragons, die neuen Welten, Dragons, The Nine Realms, ein Spin-Off zu Dragons, USA 2021, ja, Bereich Abenteuer, Action, Animation, Fantasy. Bisher gibt es anscheinend 20 Folgen in 3 Staffeln. Und dazu hat Spin Master ein paar Sachen angekündigt, unter anderem auch das, was ich euch heute hier in diesem Video zeige. Ich meine, mittlerweile wird es von euch jeder schon kennen, wissen, vielleicht viele von euch noch nicht gesehen haben, wie ich auch, aber ihr wisst ja, das Warten hat ein Ende. Denn ab 4. November laufen die Geschichten bei Toko. Ob sie gleich alle 3 Staffeln raushauen oder erstmal die erste und dann dauert es halt wieder ein Weilchen, bis die zweite und die dritte kommt, ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Ganz kurz, um was geht es? Ja, 1300 Jahre nach den Ereignissen aus Drachenzähmen leicht gemacht, leben Drachen nur noch in Legenden. Als ein ungewöhnliches geologisches Phänomen einen Riss in der Erdkruste erzeugt, erhält eine Gruppe Kinder Zugang zu einer Welt jenseits ihrer Vorstellungskraft und die Legenden erweisen sich als äußerst lebendig. Ja? So geht's los und so geht's weiter mit den Figürchen, die wir heute hier nochmal ganz kurz besprechen. Ich hatte ja schon mal ein Infovideo dazu gemacht und habe hier auch schon ein paar Bilder angeteasert. Heute kann ich euch ein bisschen mehr zeigen. Und zwar schauen wir uns heute mal Miniaturen und Eier an, die erscheinen. Und damit geht's ja auch schon los mit den Crystal Realm Dragons. Das sind ganz kleine Eier mit Miniaturfiguren drin, die es zum Sammeln gibt. Das kennt ihr auch von Drachenzähmen leicht gemacht. Findet ihr auch auf meinem Kanal, habe ich euch alle vorgestellt. Ja, und das kommt jetzt auch zu den neuen Welten. Seht's mir nach, ich habe keine Ahnung von der Serie. Ich habe noch nichts gesehen, also aus den TV-Folgen. Ich kenne nicht großartig die Namen der Drachen. Ich weiß nur ganz grob Bescheid. Aber seht's mal nach, wenn ich hier und da ein bisschen Blödsinn plappere, weil ich es ganz einfach nicht besser weiß. Und es ist zum Beispiel auch ein Drache dabei, ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ja, ganz einfach. Sorry. Falls ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Damit helft ihr mir und anderen Zuschauern. Würde ich mich sehr freuen und hier schon mal ein Dankeschön raushauen an euch, die es in die Kommentare schreibt, okay? Also, ihr seht hier schon mal die Verpackung. Ist genau wie Drachenzähmen leicht gemacht. Müsst man halt einfach in der Mitte aufreißen. Ihr könnt es aber auch oben unten öffnen, wenn ihr die Verpackung nicht kaputt machen wollt. Und darin finden wir zum Beispiel diese ersten 5 Charaktere, die ihr hier seht. Und der Drache oben links, ich weiß nicht, welcher das sein könnte, zumal es auch noch eine Mini-Ausgabe ist. Ich weiß also nicht, wie der Drache in groß aussieht. Ja, du könntest ganz kurz denken, okay, ist ein kleiner schrecklicher Schrecken als Baby oder was soll das sein? Ich kann es euch nicht sagen. Ne? So, wir haben auf jeden Fall oben rechts einen Gembreaker Blowhorn. In der Mitte haben wir Wu und Wei. Ist Mist Twister? Kann das sein? Ja. Dann haben wir unten links Feathers. Und Feathers gehört zur Familie der Featherhide-Drachen oder was? Fragezeichen. Ja, und Thunder, ja, ist ein männliches Nachtlicht, ein Nightlight, okay? Also diese 5 sind jetzt angekündigt, ob da noch mehr erscheinen in diesen Eiern, kann ich euch nicht sagen. Ne? So, hier noch ein paar weitere Bilder, hier seht ihr zum Beispiel Thunder und ihr könnt ja auch schon sehen, die Eier muss man kaputt machen, ja, sind also nicht irgendwie zum Auseinander machen, sondern man muss es anscheinend zerbröseln. Und dann fällt halt dieses eher steinförmige oder kristallförmige Ei auseinander. So, also das hier ist Thunder in seiner Miniform. Ich finde, den haben sie recht goldig umgesetzt. Die Bemalung stimmt, auf den ersten Blick zumindest. Also ist auf jeden Fall goldig. Ne? Wie groß die Figuren sind, ich kann es euch nicht im Detail sagen. Ich habe da noch keine Maße, aber wenn ihr die Serie von Drachenzähmen leicht gemacht gesammelt habt, dann habt ihr schätzungsweise auch die Größe. Die Augen von Thunder sehen übrigens so aus, als ob das irgendwie Glasaugen wären, was ich aber nicht glaube, das ist garantiert nur aufgedruckt, ne? Weil die hier jetzt so schön spiegeln, so schön glänzen. Ich glaube, das sind einfach aufgedruckte Augen.
Als nächstes seht ihr hier nochmal alle fünf zusammen, auch die Eier. Welcher Drache in welchem Ei drin ist, kann ich euch ebenfalls leider Gottes nicht sagen. Aber hier habt ihr einfach mal einen kurzen Überblick. Die fünf kriegt ihr in fünf unterschiedlichen Eiern. So, dann hier auch nochmal alle gezeigt. Ihr seht, die Eier sehen hier schon wieder anders aus als auf dem vorigen Bild. Die Eier hier haben zum Beispiel einen Farbverlauf. Ne? Ihr seht es, unten eine andere Farbe als oben. Also welche Variante jetzt letztendlich erscheinen wird, ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen. Da weiß ich noch gar nichts von. Ja. Aber ja, dann habt ihr doch auf jeden Fall schon mal einen Eindruck. Übrigens, guckt euch auch nochmal das andere Bild an. Ihr seht zum Beispiel bei Plowhorn, dass der auf dem Bild ganz anders aussieht als auf dem anderen Bild. Ne? Also, ja, also ihr seht, wenn ich die Bilder hier direkt untereinander oder übereinander stelle, dann seht ihr es. Plowthorn ist auf dem oberen Bild ja oben eher blau, unten eher grau oder weiß. Und auf dem unteren Bild ist der ja, Körper ist grau und das Kinn ist hier blau. Okay? Ja, Feathers ist, glaube ich, gleich. Wu und Wei ebenso. Und dann haben wir auch noch diesen kleinen Drachen dabei, wo ich nicht weiß, was es ist. Beim unteren Bild links, beim oberen Bild ganz rechts. Auch da seht ihr Unterschiede. Ne? Beim oberen Bild haben wir den Körper in so einem Grau-Grün und die Kehle weiß. Und am unteren Bild haben wir halt die Kehle ja, in einer hellblauen Farbe oder so. Und ihr seht vor allem halt auch, dass bei den unteren Drachen die Pupillen, die schwarzen Pupillen, viel größer sind als bei den oberen. Okay? Also das sind Unterschiede. Welche Figur wir tatsächlich zum Schluss oder im Verkauf kriegen, ich habe keine Ahnung, da dürfen wir uns überraschen lassen. Ja, also das zu diesen neuen kommenden Mini-Drachen, diesen Crystal Realm Dragons mit den ersten fünf Sammelfiguren aus dieser Serie. So, und jetzt geht's ja weiter mit Plüschdrachen in Eiern. Und die heißen dann ganz einfach Crystal Plush Dragons. Ebenfalls hier solche Stein- oder kristallartige Eier in unterschiedlichen Farben. Hier mal das Bild. Hier seht ihr die fünf Farben. Wir haben hier hellblau. Wir haben hier weiß. Dann haben wir ein Pink. Wir haben Orange und ein Gelb. Ja, und hier kann ich euch tatsächlich sagen, in welcher Farbe sich welcher Drache verbirgt. Es sieht hier auch ganz leicht so aus, als ob die transparent wären, zumindest ganz zart transparent. Vielleicht kann man auch reinschauen hier und da, kann mich aber komplett täuschen. Ne, so könnte man eigentlich schon erkennen von oben, aha, da ist der und der Drache drin. Kann aber auch sein, das ist blickdicht, denn ihr seht, das Etikett ist ziemlich groß über das Ei verteilt. Vielleicht kann man es auch gar nicht sehen. Aber ja, wenn die Drachen tatsächlich so drin in den Eiern sind, wie wir es hier auf den einzelnen Bildern sehen, ja, dann ist es natürlich einfach. Ich habe auch keine Ahnung, was die Eier hier kosten. Wahrscheinlich nicht unbedingt günstig. Man kennt es ja schon von den normalen Dragons. Ich finde, das ist schon ein sehr teurer Sammelspaß. Aber ja, Fans und Faninininininnen, ja, die wollen das natürlich sehr gerne haben. Und ich weiß, diese Plüscheier gehen wahnsinnig gut. Ja, dann lasst uns mal schauen, was hier alles auf uns zukommt. Jo, ich beginne mal mit dem orangefarbenen Ei. Ne, hier seht ihr das. Das sieht jetzt schon wieder ein bisschen blickdichter aus der Nähe betrachtet. Aber man sieht auch schön diese schroffen Kanten, was dieses Ei hat. Ist also nicht glatt, sondern hat richtig schöne Auswölbungen. Und die braucht man, glaube ich, auch nicht kaputt machen. Die kann man einfach auseinander machen, wie solche Überraschungseier. Und in diesem orangenen Ei findet ihr Bubblehorn. So meine ich, heißt dieser Drache. Und hier haben wir ihn auch. Also ihr seht, hockt hier wunderbar in der unteren Eihälfte drin, hat hellblaue Augen mit riesengroßen schwarzen Pupillen und sie haben auch einen weißen Lichtpunkt mit reingenäht. Dann natürlich das Hörnchen, sieht so aus, als ob es ein bisschen in Regenbogenfarben glitzern würde und dann natürlich auch noch die Hörnchen auf der Seite. Man sieht die kleinen Flügelchen und natürlich die Beinchen und Hinterbeine. So hockt er hier in dieser Eierhälfte drin. Ja, also ihr seht, der Stoff nicht wirklich jetzt langhaarig, sondern eher kurzhaarig. Und da fällt mir ein, ich habe noch die ganzen Minis da, die ich bis heute noch nicht ausgepackt habe. Ja, ich wollte ich vielleicht mal tun. Ne? Also hier Bubblehorn. Dann kommen wir zum nächsten Ei. Und hier haben wir dieses Gelbe. Ja, ich
glaube, dass das Muster der Eier immer gleich ist, aber auch da lege ich nicht meine Hand ins Feuer. Ihr seht hier wieder das Etikett. DreamWorks Dragons The Nine Realms Crystal Plush Dragons und in diesem gelben Ei findet ihr Feathers. Feathers seht ihr hier in diesem Mintgrün mit den Hörnchen um den Kopf herum. Die Flügelchen stehen hier ab. Die Unterseite vom Kinn, schätzungsweise auch der Bauch, sind hier in Fliederfarben, also ein ganz helles Lila. Die Augen sind gelb mit einer schmalen, aber immer noch großen schwarzen Pupille mit Lichtpunkten drin. Die Augen sehen eigentlich aus wie Zitronen. Ne? Also auch goldig und ihr seht, die Krallen haben sie hier schwarz angenäht. Und dieser Stoff hat hier auch noch so ein eingedrucktes Muster. Kann man, glaube ich, sehr gut hier sehen. Okay? Ja, dann schauen wir uns das nächste Ei an. Und da kommen wir zu dem blauen Ei. Ja, auch das sieht jetzt in der großen Ansicht gar nicht mehr so transparent aus. Ich sage ja, ich kann mich da komplett täuschen. Wahrscheinlich kann man halt doch nicht reingucken, aber ihr seht ja, wie die Figuren hier abgelichtet wurden. Wenn ihr Glück habt, findet ihr die Drachen exakt genau in den entsprechend farbigen Eiern. So, in diesem blauen Ei findet ihr Flotfang. Wenn das der richtige Name ist. Ich bin mir da auch nicht sicher. Ja? Und der hat jetzt nicht wirklich einen Körperunterbau, sondern das ist einfach, ja, sieht ein bisschen aus wie eine Kaulquappe mit Flügelchen. Ihr seht, die Zähnchen haben sie hier reingestickt, reingenäht, stehen also nicht irgendwie raus oder so, aber sie gucken halt aus dem Unterkiefer halt angedeutet. Ne? Man sieht die Nasenlöcher, die großen Augen, die sind so eher in Türkisfarben, haben eine schwarze Outline und eine senkrechte Pupille mit einem Lichtfleck drin. Ansonsten hellblau. Auch hier kann man so ein ganz zartes Muster erkennen. Ich habe übrigens noch ein zweites Bild. Das hier. Hier seht ihr die Figur bisschen von der Seite. Man sieht nett diese Segel, die sich hier über den Kopf und über den Rücken ziehen. Das Schwänzchen, die Flügel und dann auch noch so drei Streifen unterm Auge. Man sieht die Zähnchen, die Nasenlöcher und die Unterseite scheint hier eher in Silber oder Grau rauszukommen. Kann aber auch sein, es ist weiß. Ne? Man kann nie so richtig auf die Produktbilder gehen. Also, Flotfang, wenn das der richtige Name ist, findet ihr hier in diesem blauen Ei. Als nächstes kommen wir zu diesem weißen oder milchigen Ei und hier findet ihr Plowthorn. Der hat sich hier drin versteckt. Hellblau mit einem metallic glänzenden blauen Buckel. Das Hörnchen vorne ist noch ein bisschen heller, genauso wie die Ohren oder Hörnchen oder was auch immer das ist. Die Augen haben sie hier in Silberfarben bemalt. Das Auge hat eine schwarze Outline, sieht aus wie gemalt, wie gezeichnet. Man sieht die großen Nasenlöcher und auch hier die Zähnchen gestickt oder genäht oder wie auch immer, stehen also nicht extra ab. Und der Bauch, die Unterseite, Kehle ist hier weiß und die Krallen haben sie wieder mit Schwarz angenäht. Also auch eine nette Figur. Ihr seht ihn hier im Ei und im Ei seht ihr dann auch, dass er zwei unterschiedliche Augen hat. Einmal das Graue, ich weiß nicht, ist es eine Narbe oder so, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite haben wir so ein Metallic Grün oder Metallic Gelb, irgendwie so eine Farbe dazwischen. Okay, also das zu Plowthorn und ihr könnt es euch denken, wir haben dann noch dieses rosafarbene Ei und das sieht schon wieder leicht transparentfarben aus. Ne? Und man sieht hier irgendwie ein bisschen was Schwarzes drunter, also können wir uns denken, was in diesem Ei steckt. Richtig, Thunder. Thunder hockt hier drin. Ja, sieht total goldig aus mit seinen blauen Augen, riesengroßen Pupille und die weiße Zeichnung halt übers Näschen, über das Maul. Guckt total freundlich. Und hat übrigens auch die Punkte an den Beinchen, ne? Also achtet auf solche Details. Sehr, sehr schön. Dann die Hörnchen oder Öhrchen, wie auch immer ihr das interpretieren wollt, stehen hier lustig am Kopf zur Seite. Man kann die Flügelchen sehen. Und ich habe hier noch eine Ansicht. Hier haben sie ihn komplett aus dem Ei genommen. Und hier seht ihr auch die Beinchen. Also total knuffig, oder? Ja, also der ist schon der Knaller. Man kann hier auch das Schwänzchen unten rechts sehen. Und sie haben seine Krallen hier in weiß angenäht. Also das zu Thunder. Dann hier nochmal alle 5 Charaktere, die es jetzt hier zu Beginn zum Sammeln gibt, in einer Ansicht. Links oben Flotfang, rechts daneben Bubblehorn, dann in der Mitte Thunder, unten links haben wir Feathers und rechts Plowhorn.
Diese fünf Drachen werden erscheinen zum Release. Wann genau sie auf dem Markt sein werden, kann ich euch noch nicht sagen. Aber ja, ihr wisst auf jeden Fall schon mal Bescheid. Was kommt zu den regulären Actionfiguren von Playmobil, von Spin Master? Jetzt auch noch diese Minis und die Plüschis in den Eiern. Und das ist auch von Spin Master. Natürlich gibt es auch noch weiteren Merch, weitere Geschichten, aber es ist alles noch nicht zu 100% und auch zeigbar. Vielleicht mache ich da nochmal ein extra Video dazu. Vielleicht war es auch mit diesem Video. Ihr werdet es ja dann bei eurem Spielzeughändler in den Regalen sehen. Also ihr seht, es gibt wieder einiges zu dieser Serie zum Sammeln. Wenn ihr Spaß dran habt, ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß damit. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Damit bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Ich hoffe, die Info hat euch ein bisschen geholfen. Würde mich sehr freuen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Ruppi. Yay. Yeah.